Weiter geht's bei der Talentsuche. Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Wir brauchen 50. Und wir müssen jetzt Olivia in Nios Wald suchen. Das ist ja ganz woanders. Die bringen uns, glaube ich, sowas von wenig, dass wir da uns gar nicht mehr mit aufhalten müssen. Da vorne ist sie doch. Geil. Oh nein, ich werde bedroht von Wölfen. Lass mich. Watch your back. Du hast die Wölfe besiegt. Ja, das ist toll hier. Komm als Talent zu uns. Wir brauchen Talente. Egal wie schlecht sie sind. Hauptsache es sind Talente. Haben wir in Nios Wald eigentlich auch Quests? Und hat's. Mal gucken, ob wir vielleicht mal. Vielleicht ist das ja auch ein Talent, das wir anheuern können. Hey, bist du ein Talent? Hi. Hi. What? Thank you. Na, geil. Also jetzt. Naja, wir haben zumindest noch eine Möglichkeit, ein Talent zu finden. Hier noch mehr Talente? Ups. Quests und so weiter fort. Die ganze Map haben wir auch gar nicht hier aufgedeckt, ne? Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir markern die nächste Quest an. Oh, das ist sogar die hier auch. Gleich. Wird hier dann übrigens auch nach quasi Quest-Nummerierung sortiert. Das heißt also, wenn das jetzt natürlich eine Quest ist, die eine ganz niedrige Zahl hat, dann wird die auch ganz oben hinsortiert, ne? Also, wo ist die Sortierung halt hier? Ja, dann machen wir mal hier diese Quest hier. Und das ist. Ah, okay. Ich verstehe. Dann möchte ich mich mal ins Umland teleportieren und dann fliegen wir da einfach wieder. Das ist halt sehr geil. Ne? Weil wenn man die jetzt am Anfang gemacht hätte, die Quest, dann ist es natürlich auch. Natürlich, ja, es ist eine coole Sache, ne? Ja, kann man nicht sagen. Aber du musst da halt hinlaufen. Währenddessen wir uns jetzt hier einfach mit unserem Luftschiff denn bewegen können und das einfach viel schneller geht. Was halt schon sehr geil ist. So, jetzt gucken wir mal kurz. Irgendwo hier. Oh, nehmen wir mal nochmal mit. Na, ja, schon echt praktisch. Muss ich sagen. Mit dem Luftschiff. So kann man auch ganz schnell mal die ganzen Nebenquests mal abarbeiten. Und hier ist sie auch schon. Oh, ich habe mich verlaufen, bla bla. Oh. Irrt im Dickicht. Suche das Lappa. Lappkamen. Ja, das ist, glaube ich, hier drin, oder? Ja. Okay, dann müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen in den Wald hier rumgucken. Wo wir das Lämpchen haben. Gegner dürften ja auch eigentlich scheiße schlecht sein, ne? Ja. Mal vorbeilaufen. Ich
Wo ist denn das hier? Wir besiegen hier mal die... Da ist es okay, alles klar. Wir besiegen hier trotzdem mal die Gegner. Ich dachte, vielleicht müssen wir die Gegner besiegen, dann spawnt es erst, aber das habe ich dann doch gesehen. Da ist es nämlich. Hab dich! Hey, du hast es gefunden! Geil! Mein Name! Haben wir sie! Wieder ein Erfolg verbucht. Säure eine Edelerbse. Ja, stimmt, von diesem Düter. Wo ist denn das in der Nähe? Das ist da. Dann können wir uns mal hier hin teleportieren. Gab auch so, ich glaube sogar, das ist diese Quest, wo man einen kleinen Fluss überqueren muss, um dann in die Höhle zu kommen. Und wenn man dann noch das Luftschiff hat, dann muss man einmal kurz ins Schiff rein und dann muss man, ja genau, das ist diese Quest hier, glaube ich. Und dann muss man einmal über so einen kleinen Fluss rüber. Und das ist so doof eigentlich, hier. Ah, okay, alles klar. Ich merke gerade, wenn du das Luftschiff hast, hast du nicht genug Platz, um da zu landen. Okay, dann musst du natürlich das mit dem Schiff machen. Aber das Schiff ist nachgespawnt. Dann haben wir das ja hier. Guck mal. Brauchen wir doch nochmal das Schiff. So. Aber für solche Flächen ist dann das Luftschiff ein bisschen zu groß. Wo haben wir die denn? Ah, in der Ecke. Ja, damit haben wir sie gefunden, ne? Ganz easy, ohne dass ich gegen einen Gegner gekämpft habe. Weil die nämlich alle blau sind. Dann bekommen wir nämlich den nächsten, der uns in unser Reich folgt. Hey! Wow! Yes! Thanks! Vielen Dank, dass du das gemacht hast! Komm auch mit in dein Reich! Ja, freut mich! So muss das! So, der nächste Talent, was wir uns holen, ist hier. Oder das ist, glaube ich, einfach nur, das ist, glaube ich, nur so ein, den ich vom Insta gekauft habe, ne? Ja, noch von diesen Talente-Scout, Talente-Scout 24, ja, da habe ich den her. Und da muss ich den Typ einfach nur, die Talente einfach nur ansprechen. Ja, ich weiß, wir haben jetzt im Mechbaum natürlich auch diverse Quests wahrscheinlich, die wir annehmen können hier, aber das mache ich noch nicht. Wir machen das erstmal, dass wir dann, wenn wir dann fertig sind, dass wir Questenfloss dann durchquesten. So. Weiter geht's. Nächste Talent. Geht er hier Schlag auf Schlag. Oh, Luftschiff holen. Miau. Also in die Nähe. Und dann einmal hier landen.
Hi. Hello there. Na toll. Dann müssen wir wieder hier so einen Shit machen. So, ich würde gerne wieder hier das haben und einmal den Truppenvergleich. If 12, wenn ich hier eben sogar Leute lieber noch auswechseln können. Haben wir sogar wirklich tatsächlich. Und hier haben wir zum Beispiel Stufe 16. Da können wir zum Beispiel so einen Stufe 11er mal austauschen, die in so eine Stufe 16. Wo das ist ja. Wir bräuchten aber auch einen Nahkämpfer, ne? Na shit. Nahkämpfer wäre natürlich schon irgendwie geil. Hier können wir den mal austauschen gegen eine Stufe 16. Mein Dude haben wir auch nicht irgendwie mehr, ne? Ah, es wird schon. Let us go! Let us go! Justice prevails! Good luck, everyone! Here we go! Alles klar. Ich hoffe mal, dass die Einsatzmittel dann, dass die Einsatzmittel droppen. Ja, die droppen wirklich Einsatzmittel. Nice. Und dann haben wir natürlich dann immer wieder ein bisschen was. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das Aufbauen wirklich was bringt jetzt hier. Mach das mal nicht. Also wir haben alle erledigt. Ja, wir stehen. Ja, was ich bemerkt habe, manchmal ist es ja so, dass ich dann irgendwie ganz viele Leute verloren habe und dann kann ich auf einmal keine Leute nachholen. Das liegt nämlich daran, dass in der Bewegung ich die Leute nicht nachholen kann. Krass, ne? Was ich jetzt alles noch dazu lerne. Ja. Let's go! Don't let them get away. Let us go on! Aha, wir sind in der Wand. Ich glaube, das liegt extra daran, dass wir natürlich darüber zu Dinges nicht gehen sollen. Ja. Nee, nicht mein Ende. Hä? Hinter uns! Was für eine Verarsche hier. So. Ja. Mumm. Jawohl, jetzt holen wir hier wieder ein paar Leute dazu. Wir stehen hier natürlich auch ein bisschen in Flächen. Aber. Ja, da stecken Schwierigkeiten.
Also noch mal ein paar Leute. Ah ja, wir können jetzt chargen. Oh, ich hoffe, das bleibt jetzt gesaved, ne? Ach so, ja, wir sind durch. Ey, krass, wir haben es geschafft. Mann, bist du gut, ey. Krass, krass Shit. Hätten wir natürlich ein bisschen mehr Militäreinsätze gemacht, dann muss man natürlich auch dazu sagen, würden die ein bisschen einfacher sein, weil dann meine Leute auch dementsprechend gelevelt sind. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Ja, das sieht man natürlich jetzt dann auch, das klappt zwar noch, aber irgendwann nicht mehr. Deswegen hoffe ich mal, dass nicht so viele Militäreinsatzquests hier kommen werden. Thank you very much. Aber das hat geklappt. Dann holen wir die. Schöne Designerstiefel. Das sieht ja richtig hübsch aus. Oh, nice. Aber die will natürlich noch mehr. Habe ich auch schon. Und alle guten Sachen sind drei, ne? Lalalala. Und habe ich das auch schon? Nein, das habe ich nicht. Oder? Schon? Ja. Nicht. Also. Wir sehen mir das Spiel wahrscheinlich nicht sagen, wo ich diese Lanze herbekomme, oder? Fuck! Das hat ein Problem, dann können wir die Quest erstmal nicht machen. Oder, kann ich... So. Dann kann ich den Textverlauf, den ich nicht gesehen habe, nochmal... Unorte, Schrein des Friedens, Dünengrotte, Blutschrein, Schauderraum. Da bekomme ich eine Lanze her. Soll ich da erstmal zum Schrein des Friedens hingehen und dann mal gucken, ob ich da was kriege oder was? Weil das wäre natürlich eine Sache. Das könnte ich machen. Ich glaube, ich versuche das mal. Beim nächsten Mal. Aber erstmal gucken wir mal. Haha, perfekt, da sind wieder ein paar Aufgaben gekommen. Was wir machen können.
bringt wahrscheinlich nicht viel. Ja, oh Gott, 34. Ich glaube, die kosten alle jetzt irgendwas mit 40, ne? Das ist doch doof. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Mal mal diese Aufgabe, ne? Diese. By the way. Dass wir mal vielleicht mal diese Lanze uns grinden. Weil in dieser Grotte da soll die ja scheinbar auch sein. Ich gehe einfach kurz zurück nach Minneapolis. Guck mal, wie viele wir schon haben. Dürfen doch nicht 50 sein, aber. 42, das ist aber auch schon durchaus. Aha. Ne. Gute Zahl. Muss ich ehrlich sagen, 42 gefällt mir. Das wird ja langsam. Gut, dann helfen wir mal das Ganze und dann gucken wir mal, ob wir die nicht irgendwie bekommen, diese. Hier werden wir da kurz aufhalten in der Grotte und wenn wir dann da nicht diese Lanze bekommen, dann ja, dann machen wir da was anderes. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.